Fünftes Kapitel. Der Brillenschrank besaß einen geheimnisvollen Koffer, den er sorgfältig versteckte. Das Dorf, in dem er umerzogen wurde, lag unterhalb unseres Dorfes, an der Flanke des Berges des Phönix des Himmels. Abends gingen Lore und ich oft zu ihm kochen. Wenn wir ein Stück Fleisch oder eine Flasche Alkohol auftreiben konnten, oder frisches, knackiges Gemüse in den Nutzgärten der Dorfbewohner geklaut hatten, teilten wir mit ihm. Wir bildeten sozusagen eine Dreierbande. Daher wunderten wir uns umso mehr, dass er den Koffer vor uns versteckte. Seine Familie wohnte in der gleichen Stadt wie unsere Eltern. Sein Vater war Schriftsteller, seine Mutter Dichterin. Weil seine Eltern kürzlich in Ungnade gefallen waren, blieb auch ihrem geliebten Sohn eine Chance von 3 zu 1000. Wir saßen alle drei im gleichen Boot. Der Brillenschang war 18. Die verzweifelte Situation, die er seinen Erzeugern verdankte, löste bei ihm permanente Angstzustände aus. Mit ihm zusammen wurde alles zu einer Gefahr. Wir kamen uns wie drei Schurken vor, die im Licht einer rußenden Petroleumlampe ein Verbrechen aushecken. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam kochten und es an seiner Tür klopfte, geriet er sogleich in Panik. Er sprang auf und lief hastig das köstlich duftende Fleisch verstecken, auf das wir drei Ausgehungerte uns volllustig gefreut hatten, und stellte stattdessen einen jämmerlichen Teller gärendes Salzgemüse auf den Tisch. Fleischessen war in seinen Augen ein typisches Laster der Bourgeoisie, zu der seine Familie gehörte. Am Morgen nach der erzählten Kinovorführung für die 4 Hexen fühlte sich Lor etwas besser und bestand darauf, nach Hause zurückzukehren. Die kleine Schneiderin versuchte nur schwach, uns zurückzuhalten. Kein Wunder, sie war wohl zum Umfallen müde nach der aufregenden Nacht. Nach dem Frühstück machten Lor und ich uns auf den Weg. Die feuchte Morgenluft war eine Wohltat für unsere glühenden Gesichter. Lor rauchte. Der Weg führte zuerst leicht abwärts, zog sich dann steil den Berg hoch. Ich nahm ihn bei der Hand, denn der Aufstieg war beschwerlich. Die Erde war glitschig, über unseren Köpfen breitete sich ein Ästegewirr aus. Als wir an Brillenschanks Dorf vorbeikamen, sahen wir ihn in einem Reisfeld arbeiten. Er ging mit bloßem Oberkörper und einer bis zu den Knien reichenden Hose hinter dem Pflug. Man sah die Furchen im bewässerten Reisfeld nicht, denn der reine, fette, 50 cm tiefe Schlamm lag unter einer reglosen, bläulich schimmernden Wasserfläche. Unser Pflüger hinter dem schwarzen Büffel, der mühsam den Pflug hinter sich herzog, versank bis zu den Waden im Schlamm. Die ersten Sonnenstrahlen spiegelten sich in seiner Brille. Der Büffel war nicht besonders groß, sein Schwanz war jedoch ungewöhnlich lang. Bei jedem Schritt wühlte er damit den Schlamm auf und bespritzte seinen unbeholfenen Meister mit Dreck. Dieser bemühte sich zwar nach Kräften, den Schwanzschlägen auszuweichen, doch eine Sekunde unachtsam genügte und schon peitschte die Büffelschwanzquaste über sein Gesicht und wirbelte die Nasenschäß durch die Luft. Der Brillenschank fluchte, die Zügel entglitten seiner rechten Hand, seine linke Hand ließ den Pfluggriff los, er führte die Hände zu den Augen, heulte und fluchte wüst. Wir trauten unseren Ohren nicht, denn der Ärmste konnte ja nichts mehr sehen. »Hey! Hey!« riefen wir ihm winkend von der Straße zu, doch er hörte uns nicht in seinem ohnmächtigen Zorn. Der Brillenschank war hochgradig kurzsichtig, und selbst wenn er die Augen riesig aufriss, war er nicht imstande, uns aus 20 Metern Entfernung zu erkennen und von den Bauern zu unterscheiden, die in den umliegenden Reisfeldern arbeiteten und sich über ihn lustig machten. Er bückte sich, tauchte die Hände ins trübe Wasser und tastete blindwütig im Schlamm herum. Mir wurde fast Angst, denn ich hatte ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Der Brillenschrank musste den sadistischen Instinkt des Büffels geweckt haben, der inzwischen den Pflug herrenlos bis ans Ende des Feldes gezogen und gewendet hatte und nun schnaubend auf ihn zukam, als habe er vor, die weggefegte Brille zu zertrampeln oder mit der spitzen Pflugschar zu zersplittern. Ich zog die Schuhe aus, krempelte die Hosenbeine hoch und stapfte ins Reisfeld, während mein Patient sich am Wegrand ausruhte. Obschon der Brillenschlang mich vehement daran hindern wollte, ihm bei seiner an sich schon komplizierten Suche zu helfen, war schließlich ich es, der im Schlamm tastend auf die Brille trat. Sie war zum Glück noch ganz. Als der Brillenschlang die Welt wieder klar sah, war er über Lors jämmerlichen Zustand bestürzt. »Junge, Junge, du machst's wohl nicht mehr lange«, meinte er. Da er seine Arbeit nicht stehen und liegen lassen konnte, schlug er vor, dass Lor und ich bei ihm zu Hause auf ihn warten sollen, bis er mit seiner Arbeit fertig war. Er wohnte mitten im Dorf. Er besaß kaum persönlichen Besitz und sperrte daher seine Tür nie zu, um dadurch sein blindes Vertrauen in die revolutionären Bauern herauszustreichen. Das Haus, ein ehemaliger Speicher, stand auf Pfählen wie unseres, hatte aber einen Söller aus dicken Bambusrohren, auf dem Getreide, Gemüse oder scharfer Pfeffer getrocknet wurde. Wir setzten uns auf dem Söller in die Sonne. Zwischendurch verschwand die Sonne hinter den Bergen und es wurde kühl, Lor fröstelte.
Ich holte einen dicken Pullover aus Brünnschanks Stube, den ich Lua um die mageren Schultern legte und ihm die Ärmel um den Hals band. Lua hörte nicht auf, vor Kälte zu zittern, obwohl die Sonne wieder hinter den Bergen hervorgetreten war. Ich ging also wieder ins Haus, um eine Bettdecke zu holen, überlegte mir dann aber, ich könnte noch einen zweiten Pullover suchen. Ich entdeckte eine große Holzkiste unter dem Bett, eine Art Plunderkiste, etwas höher als ein Koffer und mit ausgelatschten Sneakers und löchrigen, schlammsteifen Socken zugedeckt. Ich zog sie unter dem Bett hervor, in den schräg ins Zimmer fallenden Sonnenstrahlen wirbelte Staub auf. In der Kiste befanden sich tatsächlich Kleider. Ich wühlte darin herum, um einen passenden Pullover für den abgemagerten Lor zu finden, als meine Finger plötzlich auf etwas Zartes, Geschmeidiges, Glattes stießen, was ich zuerst für wildlederne Frauenschuhe hielt. Doch nein! Es war ein Koffer. Ein eleganter, etwas abgewetzter Koffer, ein von der Sonne beschienener Lederkoffer, der den fernen Duft von Zivilisation ausströmte. Er war dreifach abgeschlossen. Er war nicht sehr groß, aber ziemlich schwer. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was in dem Koffer sein könnte. Als der Brillenschang endlich von seinem hinterhältigen Büffel befreit abends nach Hause kam, fragte ich ihn, was er denn für einen Schatz in dem Koffer unter dem Bett versteckte. Doch er überhörte meine Frage geflissentlich. Er war den ganzen Abend ungewöhnlich still und erwähnte den Koffer mit keinem Wort. Als wir beim Essen saßen, schnitt ich das Thema nochmals an. Der Brillenschang schaute nicht von seinem Teller auf. »Ich vermute, es sind Bücher drin«, sagte Lua plötzlich in die Stille. »Warum versteckst du ihn denn sonst so sorgfältig und schließt ihn dreifach ab? Da kommt doch jeder auf den Gedanken, dass da verbotene Bücher drin sind, oder?« In Brillenschangs Augen flackerte kurz panische Angst auf. Er rückte seine Brille zurecht und sein Gesicht verwandelte sich in eine lächelnde Maske. »Du fantasierst wohl«, er legte die Hand auf Lors Schläfe. »Du hast ja Fieber. Kein Wunder, dass du solchen Blödsinn daherredest. Hör mal, wir sind Freunde, wir haben Spaß miteinander. Aber wenn du anfängst von verbotenen Büchern... Aber wenn du anfängst von verbotenen Büchern zu schwafeln... Scheiße, Mann!« Am nächsten Tag kaufte der Brillenschang bei einem Nachbarn ein großes kupfernes Vorhängeschloss und sperrte von da an seine Tür immer sorgfältig mit einer Kette zu, die er durchs Schlüsselloch zog. Zwei Tage später hatten die Reisschalenscherben der kleinen Schneiderin Lois Malaria besiegt. Als sie den Verband um sein Handgelenk abwickelte, kam eine glänzende, durchsichtige Blase von der Größe eines Vogeleis zum Vorschein. Sie schrumpfte nach und nach, und als nur noch eine schwarze Narbe auf seiner Haut zurückgeblieben war, hörten seine Fieberanfälle für immer auf. Um seine Genesung zu feiern, kochten wir beim Brillenschang ein Festessen. Wir blieben über Nacht bei ihm und schliefen alle drei auf seinem schmalen Bett, unter dem sich noch immer die Holzkiste befand. Ich hatte natürlich nachgesehen, aber der Lederkoffer war verschwunden. Brillenschanks erhöhte Wachsamkeit und sein Misstrauen uns gegenüber schienen Lors Vermutung zu bestätigen. Der Koffer war bestimmt mit verbotenen Büchern gefüllt. Lor und mir ging die Sache nicht aus dem Kopf und wir rätselten, um was für Bücher es sich handeln könnte. Damals waren mit Ausnahme von Marx Schriften und doktrinären politischen oder wissenschaftlichen Werken alle Bücher verboten. Wir stellten eine lange Liste möglicher Titel auf, von den klassischen chinesischen Romanen Jingping Mei, Pflaumenblüten in goldener Vase, das berühmte erotische Buch Die drei streitenden Reiche, Der Traum der Roten Kammer, über die Lyrik der Tang, der Song, der Ming oder der Qing-Dynastie bis hin zur Dichtung der alten Maler Zu Da, Shi Tao, Dong Qihang, Tao Qian. Wir listeten sogar die Bibel auf und die Worte der fünf Weisen, ein angeblich seit Jahrhunderten verbotenes Buch, in dem fünf mächtige Propheten der Zhou-Dynastie auf einem heiligen Berg die Ereignisse der kommenden 2000 Jahre voraussagten. Wir löschten die Petroleumlampe in unserem Pfahlhaus, oft erst nach Mitternacht, und jeder streckte sich rauchend auf seiner Pritsche aus. Wir flüsterten Namen in die Dunkelheit, und der Klang der Worte, die Reihenfolge der Silben, beschworen fremde, geheimnisvolle Welten herauf, wie das tibetische Räucherwerk, dessen Name Zhangxiang man nur auszusprechen braucht, um den würzigen, intensiven Wacholderduft zu riechen, die Räucherstäbchen vor sich zu sehen, an denen sich langsam echte Schweißtropfen bilden, die im Lichtschein glänzen wie Tropfen flüssigen Goldes. »Hast du schon von der westlichen Literatur reden gehört?« fragte mich Lor eines Tages. »Nur wenig. Du weißt ja, meine Eltern interessieren sich nur für ihre Arbeit.« »Meine Eltern auch. Doch vor der Kulturrevolution besaß meine Tante ein paar ins Chinesisch übersetzte ausländische Bücher. Ich erinnere mich, dass sie mir einmal ein paar Stellen aus einem dicken Schmöker mit dem Titel Don Quixote vorgelesen hat. Es war die Geschichte eines verschrobenen alten Ritters.«
Und wo sind die Bücher jetzt? In Rauch aufgegangen. Sie sind von den Roten Garden beschlagnahmt und öffentlich verbrannt worden. Gnadenlos, direkt vor ihrem Haus. Wir rauchten stumm in der Dunkelheit. Die Literatur, dachte ich traurig. Wir hatten entschieden kein Glück. Als wir endlich fließend lesen gelernt hatten, gab es bereits nichts mehr zu lesen. Eine Zeit lang fand man in den Buchhandlungen in der Abteilung westliche Literatur nur die gesammelten Werke des albanischen Kommunistenführers Enver Hoxha. Auf dem goldgeprägten Einband war das Porträt eines sorgfältig gescheitelten, grauhaarigen alten Mannes mit einem grellbunten Schlips abgebildet, der einen unter seinen faltigen Lidern aus einem braunen linken Auge und einem kleineren hellbraunen rechten Auge mit blassrosafarbener Iris anblickte. »Warum erzählst du mir das alles?«, fragte ich Lor. »Nun, ich frage mich, ob Brillenschanks Lederkoffer mit solchen Büchern gefüllt sein könnte, mit westlicher Literatur.« »Gut möglich. Sein Vater ist Schriftsteller, seine Mutter Dichterin. Sie müssen eine Unmenge Bücher besessen haben, so wie es bei dir und bei mir zu Hause jede Menge Bücher über westliche Medizin gab. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass den Roten Garten ein Koffer voller Bücher entgangen sein könnte.« »Warum nicht? Wenn man schlau genug war, sie an einen sicheren Ort zu verstecken? Das war verdammt riskant von seinen Eltern, den Koffer ihrem Sohn anzuvertrauen. Deine und meine Eltern haben ja auch immer davon geträumt, dass wir Ärzte werden. Seine Eltern möchten vielleicht, dass er Schriftsteller wird und haben sich gesagt, dass diese Bücher für seine Zukunft wichtig sind. Eines Morgens zu Frühlingsanfang schneite es dicke weiße Flocken und schon bald lag eine 10 cm dicke Schneedecke auf den Feldern. Das Dorf bekam vom Laubern arbeitsfrei. Lo und ich machten uns gleich auf den Weg zum Brillenschank. Wir hatten gehört, dass ihm ein Missgeschick passiert war. Seine Brillengläser seien zerbrochen. Ich war sicher, dass er trotzdem zur Arbeit gegangen war. Er hatte furchtbare Angst vor den revolutionären Bauern, die ihn wegen seiner hochgradigen Kurzsichtigkeit als Schwächling oder, schlimmer noch, als Faulpelz hinstellen könnten. Denn schließlich waren sie es, die eines Tages entscheiden würden, ob er genügend umerzogen war, also sein Schicksal in der Hand hielten. Der kleinste politische oder körperliche Fehler konnte fatale Folgen haben. Sein Dorf hatte im Gegensatz zu unserem nicht arbeitsfrei. Die Bauern buckelten riesige, mit Reis gefüllte Hotten die jährliche Steuerabgabe ins 20 Kilometer entfernte Kreislagerhaus an einem Fluss, der in Tibet entsprang. Der Lauban hatte kurzerhand die Gesamtmenge Reis durch die Zahl der Dorfbewohner geteilt, so dass auf jeden einzelnen etwa 60 Kilogramm kamen. Als wir anlangten, hatte der Brillen schon gerade seine Hotte gefüllt und wollte losmarschieren. Wir warfen fröhlich mit Schneebällen auf ihn. Er schaute sich hilflos in alle Richtungen um, konnte uns aber nicht sehen. Ohne Brille traten seine kurzsichtigen Glubschaugen noch stärker hervor und erinnerten mich an die trüben Augen eines verschüchterten Pekinesen. Er wirkte total erschöpft, noch bevor er seine Reishotte auf den Rücken geladen hatte. »Sag mal, spinnst du?« sagte Lor zu ihm. »Ohne Brille siehst du nicht mal, wo du den Fuß hinsetzt.« »Ich habe meiner Mutter geschrieben. Sie wird mir so schnell wie möglich eine neue Brille schicken. Ich kann doch nicht einfach auf der faulen Haut liegen. Schließlich bin ich zum Arbeiten hier. So sieht es zumindest der Laub an«, erklärte er hastig, als wolle er seine Zeit nicht mit uns verplempern. »Warte«, sagte Lor, »ich habe eine Idee. Wir tragen deine Hotte ins Kreislagerhaus und wenn wir zurück sind, lässt uns ein paar deiner im Koffer versteckten Bücher. Einverstanden?« »Hau ab!« »Hau ab«, sagte der Brillen schon gehässig. »Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich besitze keine versteckten Bücher.« Und er hefte wütend die schwere Hotte auf den Rücken und stapfte davon. »Wir geben uns auch mit einem Buch zufrieden«, rief Lor ihm nach. Der Brillenschank wandte sich nicht einmal um. Er stürzte sich masochistisch in eine Kraftprobe, der er trotz seines verzweifelten Willens körperlich nicht gewachsen war. An manchen Stellen versank er bis zu den Knöcheln im Nassschnee. Der Weg war glitschiger als sonst. Seine Glubschaugen starrten auf den Boden, sahen aber die Steine nicht, auf die er die Füße hätte setzen müssen. Er stolperte blindlings vorwärts. Ich sah Lor an. »Gehen wir?« »Ja, hilf mir, die Hotte aufladen. Ich friere. Ein bisschen Gewicht auf dem Rücken wird mich wärmen.« Wir lösten einander alle 50 Meter ab. Als wir die 60 Kilogramm Reis im Lagerhaus ablieferten, waren Lor und ich halb tot vor Erschöpfung. Bei unserer Rückkehr übergab uns der Brillenschang ein schmales, abgegriffenes Buch. Einen Roman von Balzac.